Ich gucke gar nicht, ich bin gar nicht zu sehen. Da doch, bist du. Bist du und du bist drauf. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. So, Freunde, jetzt haben wir hier meine Omi und erstmal herzlichen Dank, dass du da dich bereit erklärt hast, mit uns hier ein paar Fragen zu beantworten. Dir ist klar, was wir jetzt machen? Ja, du hast mich kurz eingeweiht. Also die Leute haben Kummer, in Anführungszeichen, und stellen uns jetzt Fragen. Und die Fragen werden wir nach gutem Gewissen, aber auch mit ein bisschen Humor beantworten. Einfach nach der Montana Black Art, sagen wir es so. Und ich habe hier noch ein paar Fragen. Bist du bereit? Ich bin gespannt. Kurz und knackig, Omi. Nochmal neu. Einfach... So, die erste Frage kommt hier vom Etienne und der fragt: Ey Monte, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich einen Kumpel, mit dem ich viel unterwegs bin. Jedenfalls habe ich mal seine Freundin kennengelernt, die immer mehr Gefallen an mir findet. Nun wird er immer eifersüchtiger und eine Freundschaft steht etwas auf der Kippe. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich sage erstmal kurz und knackig, du hast es gerade schon selber gesagt, eure Freundschaft steht auf der Kippe. Und Freundin, das ist deine Freundin und ich persönlich würde niemals die Freundin von meinem Kollegen anmachen oder nur dran denken, mit der zusammenzukommen. Das ist dein Homie und eine Freundin kannst du dir auch andersweitig klären, sagen wir es mal so. Das wäre, finde ich persönlich, der ziemliche Assi-Move, wenn du das machen könntest. Also Finger weg. Wie würdest du das machen, Homie? Ich muss hier zustimmen. Ich würde auch sagen, wie lange dauert so eine neue Liebelei? Die Freundschaft ist ganz wichtig. Sie hat auch Basis, sie hat Grund. Also bleib bei deinem Freund, rede mit deinem Freund, dass du keine Interesse an seine Freundin hast, wenn du sie auch nett findest. Genau, richtig. Aber nicht, dass du sie als Liebe für dich entwickeln lassen würdest. Genau, richtig. Und du hast ja gerade gesagt, sie findet immer mehr Gefallen an deiner Person. Das heißt für mich, dass du jetzt aber noch nicht Anzeichen gemacht hast, dass du sie geil findest oder so. Insofern hast du dir auch nichts vorzuwerfen. Du kannst ja nichts dafür, wenn sie dich auf einmal geil findet. So, red da mit deinem Homie drüber, sag, dass du nichts gemacht hast. Und dann muss dein Homie ein Verfahren gegen seine Freundin in Anführungszeichen einleiten. Aber er kann ja nichts gegen machen, wenn er sie auf einmal geil findet, dann kann er ja nichts gegen. Er muss sich zurückhalten. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ihr offen zeigen, dass das Interesse nicht auf Gegenseitigkeit beruht. So sieht's aus, so sieht's aus. So, die nächste Frage kommt vom Yannick und der fragt: Ey Monte, ich habe mal eine Frage. Und zwar bin ich gerade in der Pubertät und bin manchmal aggressiv. Was kann ich tun? Da wüsste ich einen guten Tipp. Ich bin ja ein alter Hase in Erziehung, weil ich jetzt selbst zwei Kinder habe. Ich habe 5 Enkelkinder, die ich natürlich nicht gerade um groß gezogen habe. Ich weiß, jetzt treibe ich schon wieder aus. Aber treibe Sport. Sport löst die Aggressionen. Schwimmen, laufen, egal was. Wenn meine Kinder irgendwie aggressiv waren, ich habe immer gesagt, lauf um den Häuserblock. Und sie kamen zurück, sind nicht nur einmal gelaufen, vielleicht auch 5-mal oder noch länger. Und sie kamen zurück und es war Friede. Es war wirklich wunderbar. Gerade in der Pubertät ist das so. Ja, guter Tipp. Also hätte ich eigentlich besser beantworten können. Ich habe zwar nie viel Sport gemacht, aber ich kann mich daran erinnern, als ich Sport gemacht habe, nämlich Basketball, war ich sehr ausgeglichen. Ja. Also Sport hilft immer. Gute Antwort, Omi. High five darauf. Warum nimmst du deine Mütze nicht ab? Nee, wieso? Mütze gehört dazu, so sieht's aus. Wir haben hier eine Frage von der Michelle und die schreibt: Hallo Montana und Oma und Opa von Monte. Ich habe da eine dringende Frage. Ich, weiblich und lesbisch, stehe auf ein Mädel. Die ist bisexuell. Also bisexueller ist für beide gut. Ja. Und ich habe ihr meine Gefühle gestanden und sie meinte zu mir, dass ich ihr immer klar gemacht hätte, dass da nicht mehr läuft als Freundschaft. Und dass sie jetzt einen Junge kennengelernt hätte, der ihr gut abgeht, also der ihr gut gefällt. Was soll ich tun? Sie gehen lassen und auf sie scheißen oder soll ich um sie kämpfen und ihr zeigen, dass ich nur sie und keinen anderen will? Natürlich eine schwierige Frage, da fange ich jetzt mal an. Also, ja, die hat einen Freund und auch wenn sie bisexuell ist, sprich, sie steht noch auf Frauen, wie jetzt auf dich, hat sie einen Freund und wie würdest du es denn finden, wenn du jetzt eine Freundin hättest und auf einmal würde sich ein Außenstehender da reinmogeln und versuchen, dir deine Freundin auszuspannen? Also klar, du bist verliebt und möchtest gerne mit diesem Mädchen zusammen sein. Aber ich persönlich finde es nicht die feine Art, sich in eine Beziehung, die anscheinend gut läuft, reinzusneaken und die auseinanderzubrechen. Das ist zwar hart, deine Gefühle werden da ein bisschen verrückt spielen, aber meiner Meinung nach solltest du einfach
die Füße stillhalten und eventuell erledigt sie das mit den Beinen in nächster Zeit von alleine, in den nächsten Monaten. Aber da rein sneaken, ich weiß nicht, Omi, wie würdest du das? Ich würde das auch davon abraten. Vor allen Dingen, man ist immer mal wieder verliebt und diese Verliebtheit, die wird nicht das einzige Mal sein. Halt dich lieber zurück und guck auf andere Liebeleien. Zeit heilt alle Wunden, hat immer damals mein Chef gesagt, mein alter Chef Markus, von dem ich sehr viel gelernt habe. Ich habe das nie geglaubt, aber er hat immer recht gehabt. Zeit heilt alle Wunden. Selbst wenn es 2-3 Monate dauert, bis die Gefühle abflammen. Aber Zeit heilt alle Wunden. Mal geht's schnell, mal ein bisschen langsamer. Ne? Aber das ist wirklich so. Ist so. Mhm. Dann gebe ich dir recht. So, und wir haben hier noch eine Frage vom Luca Roth, im Übrigen coole Handyhülle, will ich einmal ganz kurz gezeigt haben. Wie findet ihr die? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Oh, shit. Wie findest du die, Omi? Oh, sehr gut. Ich habe sie in schwarz-weiß. Ja, selbst meine Oma hat eine Handyhülle von mir. Sehr also, schön. Die nächste Frage kommt vom Luca und der fragt, wie sollte man seinen Eltern beibringen, dass man raucht? Ich glaube, frei heraus einfach sagen, ne? Oder? Ich würde sagen, rauch 10 hintereinander und dann wird dir so schlecht, dass du nie wieder eine Zigarette anfasst. Gut, aber jetzt angenommen, er ist schon Raucher. Die Frage ist anders, ja, andersrum. Also, ich persönlich kann nur aus der Vergangenheit sagen, Ehrlichkeit wert immer am besten. Guck deine Eltern nicht an, gar nichts. Geh einfach hin zu deiner Mama und sag, Mama, bevor du es von anderen erfährst, ich habe angefangen zu rauchen. Dann hast du für deinen Teil, finde ich, alles richtig gemacht. Ob sie das jetzt gut findet oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber er war dann ehrlich zu ihr. Und die Ehrlichkeit, die zahlt sich immer aus. Vor allen Dingen, mich wundert das sehr, dass die Eltern das noch nicht bemerkt haben. Vielleicht denn man auch. Hat ja auch, man riecht ja. Das wenn, ist ja ein gewisser Geruch. Wenn die Eltern selber Raucher sind, dann riecht man das. Also ich zum Beispiel, jetzt, der jetzt seit über vier Jahren kein Alkohol getrunken hat, ich rieche sofort, wenn jemand nur am Bierglas genippt hat. Ja. Ich rieche das sofort. Und ich finde es auch eklig im Grunde, den Geruch dann. Mhm. Aber jemand, wenn ich jetzt eine rauche und meine Freundin raucht eine, dann rieche ich das nicht, dass sie gerade, ne? Also, ah, ja, ne? Weißt ja. du, wie ich meine? Ja, also, wenn man selbst Raucher ist. Ich würde an einer Stelle einfach zu deinen Eltern gehen und denen das sagen. Und mit den Konsequenzen musst du dann zwar leben, aber du warst dann ehrlich und hast alles richtig gemacht. Und das ist wichtig. Ehrlichkeit ist immer wichtig. Dankeschön, Omi. High five. Oma fährt jetzt nach Bremen zu meinem Onkel. Und gute Fahrt, Omi. Danke, Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Jawa. So, und wir sehen uns gleich mit Opa in alter Frische. Jetzt sitzen wir hier gediegen mit Opa. Sag mal hallo. Hallo. Und auch Dankeschön an dich, dass du mitgemacht hast hier. War nicht ganz leicht, mit Oma und Opa mal wieder hier ein Video auf die Kette zu bekommen. Und dir ist klar, wir beantworten jetzt ein paar Fragen zu Leuten, die irgendwie Probleme in ihrem Leben haben oder ähnliches. Und versuchen sie nach gutem Gewissen zu beantworten. Und wer beantwortet meine Fragen für meine Probleme? Die musst du dir selber beantworten. Die muss mir selbst beantworten. Ich stelle mich vom Spiegel hin und rede mir immer selber, genau. So, die erste Frage kommt vom Sven und der fragt, was kann ich tun? Mein bester Kollege ist spielsüchtig und fragt mich öfters mal nach Geld. Ich will ihn dann aber was leihen, aber hab Angst, dass er dann wieder spielen geht, obwohl er sagt, dass er zum Tanken, dass er es zum Tanken braucht. Soll ich ihm noch Geld leihen oder nicht? Beantworte ich dir mal ganz knackig erstmal und dann ist Opa dran. Du unterstützt sein Verhalten, indem du ihm Geld gibst. Klar sagt er, er braucht es für Tanken oder vielleicht mal für Essen. Aber wenn jemand richtig spielsüchtig ist, wird er das dafür ausgeben. Ich kenne ein paar Leute, die auch spielsüchtig sind. Ja, du unterstützt sein Verhalten damit, indem du ihm Geld gibst. Freund hin oder her, ich würde an deiner Stelle ihm einfach den Hahn dicht drehen und ihm kein Geld mehr geben. Oder wie siehst du das, Opa? Wenn es ein sehr guter Freund ist, die Spielleidenschaft ja eine Sucht. Ich muss mir selbst so als Freund rechtfertigen, würde ich sagen, okay, du hättest von mir jetzt nur eine Summe. Wenn du die innerhalb von 10 Tagen zurückbezahlst, ist okay. Mhm. Dann kann ich da weiterhin was leihen. Mhm. Erfolgt das nicht, dann gibt es von meinem ganzen Leben, das schwöre ich dir, nicht einen fucking Cent mehr. Ja, das könnte man auch so machen, so. Das ist klar, ne? Ja. Und da habe ich mich selbst beruhigt, als Freund zum Freund, und der Freund auch weiß, wo er dran ist. Das stimmt, der ja. Er fährt, wenn er echter Spieler ist oder auch ein Hascher oder sonst was, wird immer wieder kommen, aber dann ist eben der Stab gebrochen und Ende. Ja, gute Antwort. Die nächste Frage kommt von Ed und der fragt prinzipiell, mit wie vielen Jahren sollte man das erste Mal haben? Das erste Mal Bumsi Bumsi. Was meinst du? Ja, der Mensch ist ja bekanntlicherweise 12, 13, 14 Jahre geschlechtsreif. Mit 12, 13, 14 Jahren? Ja, dann holt er sich einen runter und dann sieht er, wie geschlechtsreif ist oder so. Du meinst 5 vs. Willi? Ja, nur gut, okay. Das hängt davon körperlichen Situation ab. Ist er schon Erwachsener oder so weiter, Gelegenheit und so weiter, was heißt, wann sollte man, das weiß ich nicht. Ist schwierig, das ergibt zu beantworten. Sich einfach so, ja, richtig. Wenn er eine Freundin hat, die mitmacht, ist es gar nicht so vom Alter abhängig. Ne? Also die einen haben es mit 13, die anderen erst mit 17 oder 18. Ja? Das oder kommt, 18, ja. Das
Gelegenheit macht Diebe. Ende. Also es ist ganz einfache Sache. Macht dir da keinen Druck. Das wird dann schon irgendwann passieren. Ob jetzt mit 13 oder mit 18, ist doch scheißegal. Es gibt erstmal wichtigere Sachen im Leben. So, die nächste Frage ist vom Alba und der fragt, hallo Monte, ich habe eine Frage an dich. Ich glaube, die kannst du beantworten. Ein Freund von mir holt immer seinen Freund ab und der Freund von ihm klaut und schlägt jeden. Und ich habe keine Lust und habe auch Angst, ihm das zu sagen. Ich habe Angst, dass er mich schlägt. Also grob zusammengefasst, das war ein bisschen doof formuliert. Er hat einen Kollegen, von seinem Kollegen, der Kollege ist gewaltbereit, klaut und schlägt und er hat keinen Bock auf den Typen und hat auch Angst, dass wenn er das so mäßig sagt, dass er ein paar auf die Fresse bekommt. Also Alba, ist doch ganz einfach, dann distanzier dich einfach von solchen Leuten, die dich ins Negative ziehen. Mach dein Ding und mit solchen Leuten solltest du gar nicht verkehren. Finde ich ja auch schon gut, dass du darauf keinen Bock hast. Oder wie siehst du das, Opa? Einfach auf solche Personen scheißen, oder? Also ich beziehe mich auf seinen Freund, der nicht der Schläger ist. Mhm. Würde ich sagen, hör zu, mit denen, wenn wir gemeinsam was machen wollen, nicht mehr. Mhm. Weil erstmal ist mir unsympathisch und primitiv ist er außerdem auch noch, wenn er schlägt und so weiter. Man kann sie ja mal schlagen, wenn es um die sogenannte Ehre geht. Das muss aber wirklich eine Ehre sein, nicht irgendwie so eine angebliche Ehre. Und ansonsten, wie gesagt, wie du deiner Wege, ich gehe meiner Wege. Ja. Schluss, aus, Ende. So sieht's aus. Ich würde sagen, das soll schon gewesen sein. Wir haben jetzt ein paar knackige Fragen beantwortet. Nee, mehr nicht. Das war's schon, Opa. Hast du dir schlimmer vorgestellt, ne? Da bin ich mir gerade eingeschossen. Das war vorbei. Ja, das hat er letztes Mal auch schon gesagt. Dankeschön fürs Mitmachen. Ich sag schon mal meinerseits wiederschauen und reinhauen. Opa kann auch noch Tschüss sagen. Und Tschüss. Und wann kommt die Knete? Die Knete, warte. Das kostet 10 Cent. Hier ein Zehner für dich und ein Zehner für Omi. Doch, okay.